Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier in Rumänien im November 38, beziehungsweise ich besser gesagt vor den Toren der Türkei, in die wir gleich einmarschieren wollen. Es ist jetzt unser Ziel, die Türkei zu erobern und damit die Balkandominanz quasi abzuschließen. Wir haben uns hier entsprechend vorbereitet und es steht jetzt eine Landung bevor, die hoffentlich erfolgreich verläuft. Wir wollen hier im Norden der Türkei landen und dann ja, von da aus ins Landesinnere vorstoßen und hoffentlich die Türkei dann erfolgreich erobern. Das wird eine zähe Sache, da darf man sich keine falschen Hoffnungen machen, das wird kein Blitzkrieg. Also die Türkei, die ist echt übel, allein wenn man sich das Gelände hier schon mal anschaut, das wird kein Spaß. Aber erstmal müssen wir auch erfolgreich landen. Ich spekuliere jetzt ein bisschen damit, dass diese Häfen unbewacht sind hier im Norden, aber sicher ist das nicht, also drücken wir mal die Daumen. Eine Sache wollte ich noch kurz angesprochen haben, einfach weil das unter einem der letzten Videos mal kommentiert wurde. Vollkommen zu Recht, ich kann Generäle befördern, ist jetzt aber leider schon wieder zu spät, also da bin ich ein bisschen depp gewesen. Also ich kann jetzt natürlich immer noch befördern, aber wenn man die befördert, bekommen die für 100 Tage so einen Debuff, kürzlich befördert, da kriegen die minus 1 auf jeden Stat und das wäre jetzt im Krieg nicht hilfreich. Und dementsprechend würde ich die jetzt nicht befördern. Sollte ich dann ja quasi tun, wenn wir diesen Krieg mal hinter uns haben. Zu Friedenszeiten sollte man das machen. Habe ich jetzt verpennt. Das war ziemlich dämlich von mir. Aber ich glaube, wir können trotzdem Trades vergeben. Hier an unseren Herrn Aframescu. Der muss ja gleich auch mit der zweiten Armee landen. Und dem können wir zumindest nochmal den Infanterieexperten geben. Das macht Sinn. Und Antonescu können wir auch buffen. Den Moralbonus hier und den Organisator können wir auch noch mitgeben. Wie gesagt, nach dem hoffentlich erfolgreichen Türkei-Feldzug sollte ich dann auch befördern, damit wir noch bessere Trades vergeben können. Aber jetzt ist es erstmal so. Und dann widmen wir uns jetzt auch der Landung. Ich lasse mal unsere Flotte auslaufen, unsere 5 Bötchen. Die müssen jetzt hier erstmal kurz für Seeherrschaft sorgen, damit wir überhaupt starten können. Ohne Seeherrschaft können unsere Landungstruppen gar nicht losfahren quasi. Die brauchen Seeherrschaft. Und das sollte jetzt aber auch reichen. Und dementsprechend kann ich die Landungstruppen jetzt mal losschicken, die Landungsboote hier. Und ja, die erste Armee soll hier bis Istanbul vorrücken. Nicht groß weiter, also Istanbul und das war's dann auch schon. Also sie sollen jetzt nicht versuchen, über diese Meerenge hier in die Türkei direkt zu stoßen. Das würde viel zu viel Männer und viel zu viel Material kosten. Das macht keinen Sinn, aber Istanbul können die nehmen. Deswegen gebe ich da auch mal den Befehl, loszuschlagen. Und ja, die Luftwaffe wollte ich nochmal kurz gucken. Ich glaube, es macht deutlich mehr Sinn, wenn die auch über der Türkei fliegen, denn über dem Schwarzen Meer helfen sie den Landungstruppen wahrscheinlich auch nicht, denn die sollen ja entsprechend landen und brauchen dann hier die Luftherrschaft, denke ich mal. Hier können wir übrigens mal das Limit hochsetzen. Immer wenn die irgendwie einen Piloten haben, können sie dann da Flieger hinzufügen. Wir haben jetzt schon ein paar Jagdflieger auf Lager liegen, 88 Stück, und da kann die KI das dann so nach und nach aufstocken. Gut, dann haben wir aber auch alles und können wirklich starten. Dann drücke ich hier mal auf Play quasi und hoffe, dass die Landungstruppen dann auch losfahren. Ach ja, vielleicht sollte ich auch mal den Krieg erklären. Auch keine schlechte Idee so an sich. Verbündete rufen wir wieder mit rein, unsere bulgarischen Verbündeten. Eine Sache, die wir übrigens auch noch machen können, die Option steht uns auch noch offen. Wir können ja von den Bulgaren auch noch Streitkräfte anfordern. Also wir können hier 12 Divisionen haben sie aktuell, die können wir auch noch anfordern. Das nehmen die auch immer an. Dann könnten wir quasi die Division des Bulgaren direkt steuern. Aktuell brauchen wir die, glaube ich, aber nicht. Wir haben selbst genug Divisionen gerade und können wir uns die für später aufheben, bleibt aber später dann eine interessante Option. Gut, jetzt können wir aber dann, glaube ich, endlich loslegen. Und ja, unsere Landungstruppen fahren schon mal los. Das heißt, mit der Seeherrschaft, das hat schon mal geklappt. Und hier sieht es ja auch ganz gut aus. Jetzt hoffen wir nur, dass die Häfen nicht bewacht sind. Und hier sind türkische Truppen unterwegs, das sehen wir gerade. Die sind aber bei wenig Orga. Entweder haben die gerade trainiert oder das ist jetzt aufgrund der Bewegung. Ja, er hat die Truppen hier gerade herangeführt, der Türke. Das heißt, er hatte hier tatsächlich nichts. Und dadurch, dass die jetzt bei geringer Orga sind, sieht das ganz gut für uns aus. In Samsun sind wir schon mal erfolgreich gelandet. Und hier auch gleich. Und da der Türke kaum bei Orga ist, würde ich jetzt hier direkt tatsächlich nachrücken. Ich glaube, das schaffen unsere beiden Truppen hier zu landen.
Ansonsten könnten wir natürlich auch unterstützen. Aber ich würde jetzt hier gerne. Wir können es nochmal aufteilen. Ich würde hier gerne sofort nachsetzen, solange der Türke keine Orga hat. Damit er sich gar nicht hier groß für einen Gegenangriff formieren kann. So, hier sind wir jetzt auch erfolgreich gelandet. Und auch hier lautet das Motto: einerseits unterstützen vielleicht hier nochmal. Und andererseits aber direkt nachsetzen. So, der türkische, der Bulgare schickt Material, nehmen wir, und wir haben eine Landdoktrin erforscht, dann machen wir einfach weiter. So. Dann. Ach ne, der kann hier mitmarschieren, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir nur hier das erfolgreich hinkriegen. Sehr gut. Also unsere Truppen sind alle gelandet. Die Landung ist schon mal, das hat schon mal funktioniert. Jetzt müssen wir nur zusehen. Ich würde, wie gesagt, gerne die türkischen Truppen gleich vor uns hertreiben. Und wir können direkt die nächsten Truppen losschicken. Diese 18 Divisionen, die schicken wir hier gleich hinterher, um uns hier gleich ausbreiten zu können. So, da ist schon ein Gegenangriff. Was ist da los? Die sind doch... So. Die können da gleich mit unterstützen. Der Türke wird jetzt nach und nach hier Truppen ranführen. Bin ich mir ziemlich sicher. Da kommen schon wieder welche. Was ist hier los? Okay. Wir sehen schon, der Türke führt jetzt so nach und nach Truppen hier ran. Also okay, einen Brückenkopf haben wir ja schon mal gebildet. Jetzt kommen hier 17 Divisionen an und eine wird hier aufgehalten von türkischen U-Booten, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ich hoffe mal, die Division überlebt das Ganze und kommt hier auch an. Aber... Ja, nee, es wäre schon schön, wenn die das überlebt, aber wenn nicht und das Ergebnis am Ende stimmt, dann, ja, wäre nicht so schön, aber gut, ne? So, wie sieht das jetzt hier aus? Unsere 17 Divisionen sind aber schon mal an Land. Wir können jetzt hier auch mal eine vernünftige Frontlinie bilden. Genau, das hier mal ein bisschen übersichtlicher gestalten und die KI mal ein bisschen mitarbeiten lassen. So... Können ja auch einen Battleplan vergeben, damit die KI weiß, wo sie hin soll. Ich glaube, hier liegen so die wesentlichen Punkte. Die Ach, falsche Armee, verdammt. Ah, ich habe die falsche Armee gewählt. Oder? Die zweite Armee, die soll mal hier Richtung Westen dann vorrücken, Südwesten. Da liegen, glaube ich, die wesentlichen Punkte, die wir erobern müssen. Hier geht es ganz gut voran im Übrigen. Wie sieht es eigentlich in der Luft aus? Ja, Luftherrschaft. Ach, der Türke hat hier gar nichts fliegen. Gar keine Flugzeuge. Naja, umso besser, würde ich mal sagen. Dann können sich die 17 Divisionen hier mal mit verteilen. Und... Ansonsten kannst du hier aber auch gleich losgehen. Die müssen gar nicht groß Battleplan aufladen oder so. Lieber hier gleich weiter marschieren. Das wäre mir lieber. So, wie sieht das hier aus? Ich hoffe, unsere Division, die schafft das noch. Wäre mir doch dran gelegen. Wir erobern aber gleich Istanbul schon mal. Was haben wir hier? Ah, ein Konvoi verloren. Okay, damit können wir leben. Damit können wir leben. So, die verteilen sich jetzt hier, das ist in Ordnung. Und wir haben jetzt hier gleich Istanbul. Haben wir einige Divisionen auch gebunden, das ist schon mal ganz gut. Und hier geht es jetzt auch wieder weiter voran, sehr schön. So stelle ich mir das doch vor. Okay. Die Division hier, die kämpft noch, aber scheint jetzt auch in Sinop anzukommen.
Das würde dann bedeuten, dass wir tatsächlich alle 24 Divisionen ja tatsächlich ins Festland gebracht haben. Gott sei Dank. Und gut. Wie sieht es aus? In. Der Kampf um Istanbul hier. So, wie sieht's hier aus? Wieder ein Konvoi verloren. Naja, gut. Wenn wir irgendwas haben, sind es Konvois. Und jetzt können wir eigentlich die nächsten 12 Divisionen hier schon mal rüberbringen. Ich meine, müssen auch ein bisschen von der Versorgung gucken, dass wir die Divisionen hier auch tatsächlich alle ein bisschen versorgen können. Das sieht gerade nicht so doll aus von der Versorgungslage, aber das wird schon. So, wir haben Istanbul erobert und damit. Oh, das sieht ja verdammt gut aus. Können wir tatsächlich über die Meerenge pushen? Auf jeden Fall haben wir Militärfabriken erobert. Und ich wollte jetzt Packgeschütze bauen. Schon mal für die Russen. Schon mal an die Zukunft denken. Ich habe die Packgeschütze übrigens mit großer Absicht noch nicht ins Template gepackt. Also noch keine. Früher oder später würde ich dann gerne hier so Pack-Support-Brigaden reinpacken, einfach um unseren Durchschlagskraftwert dann zu erhöhen. Habe ich jetzt mit Absicht noch nicht gemacht, weil die Packs, wenn sie fertiggestellt sind, dann direkt nach in die Türkei geliefert werden würden zu den Truppen und hier nur verschrottet werden würden. Und ich brauche ja hier keine Packs, weil die Türken keine Panzer haben und deswegen lege ich die jetzt erstmal ins Lager. Wir fügen das Ganze dann später ins Template ein. Können wir jetzt tatsächlich über diese Meerenge jetzt hier rüber pushen? Das ist ja Wahnsinn, das hätte ich im Leben nicht erwartet. Normal schafft man das eigentlich nicht. Das heißt also, dass der Türke hier seine ganzen Truppen abgezogen hat und die hier mit ranführt. Das ist extrem gut für uns, weil wir jetzt hier eine zweite Front eröffnen können. Oh, das sind Träumchen. Ach, hier wird wieder eine Division aufgehalten, die ist aber auch gleich da. So. Dann können die jetzt mal hier mit unterstützen, diese 12 Divisionen nochmal, unter Antonescu. Können wir auch mal einen Battleplan geben. Die können wir vielleicht ein bisschen eher hier in den Süden vorrücken. Die planen jetzt hier einen Gegenangriff, okay. Dann. Na, hier ist nochmal so eine Engstelle in Izmit. Da kann man wieder nur von einer Seite angreifen. Ist auch nicht so optimal. Aber das klappt mir tatsächlich. Das schafft mir tatsächlich, glaube ich, auch gleich. Wir Türken versammeln jetzt hier alles um diesen Punkt. Das ist aber okay, wenn wir das jetzt hier gleich schaffen, tatsächlich hier durchzupushen. Das wäre sensationell. Also man kann leider nicht hier rüber gehen, das geht nicht. Man kann sich quasi nur über Izmit hier verteilen. Insofern müssen wir sehen, dass wir das hinbekommen. Ab und zu mal schauen, dass die Türken nichts Komisches machen, keine Truppen anlanden. Ich bin ja so ein bisschen paranoid in der Hinsicht. So, und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier auch mal so ein bisschen. KI gibt hier schon wieder alles, das zu verkacken. Entschuldigung. Aber warum wird hier nicht mit unterstützt? Das macht doch gar keinen Sinn. Da muss man doch nicht zugucken, dass hier. Naja, ne? Da kann man doch einfach mal an einem Strang ziehen. Macht doch viel, viel mehr Sinn. Oh, und das wird jetzt hier. Oh, das ist echt übel. Weil es so eine blöde Engstelle ist. Sah ja kurz aus, als wenn wir das ganz gut da schaffen. Ansonsten will ich mich jetzt hier auch nicht runtergrinden lassen. Wobei die jetzt auch unterversorgt sind. Wir haben schon mal flexible Außenpolitik hier im Tech Tree. Wir setzen jetzt das Regime, achsenfreundliche Regime mal ein. Das war ja unser Ziel, um dem Faschismus mal ein bisschen näher zu kommen. Ups. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Jetzt müssen wir doch mal vorrücken können. Die haben natürlich auch wieder so einen blöden Fluss. Also wir haben echt überall Flüsse in der Türkei. Ist auch wieder super ätzend. Ihr könnt das doch zumindest mit unterstützen hier. Dann haben wir es doch gleich mal. In Izmit. Das ist Izmit. Und hier unten ist doch Izmir, oder? Ja, genau. Quasi Schwesterstädte oder so ähnlich. Keine Ahnung. So, haben wir es jetzt gleich mal hier, bitte.
Leute, Leute, Leute. Prozent. Kommt schon. Ich meine, ich weiß es auch nicht so doll, jetzt hier 5000 Mann auf dem Haufen stehen zu haben, aber die können sich jetzt hier gleich verteilen, wenn sie es jetzt endlich mal haben. 1% noch. Ach, Gott sei Dank. So, und jetzt können wir nämlich die erste Armee hier eine zweite Front eröffnen lassen. Können jetzt hier auch. Ups. Achso, die hatten hier noch den Befehl. Ich überlege gerade, wie wir die am besten verteilen. Entweder wir lassen die jetzt hier wirklich hier vorrücken und eine komplette. Oder wir versuchen, das hier zu vereinigen. Aber ich glaube, ich würde die tatsächlich jetzt hier isoliert vorrücken lassen, einfach damit der Türke denn da Truppen wegziehen muss und für ihn es auch schwerer wird, dann an zwei Fronten entsprechend zu kämpfen. Das wäre jetzt so der Plan. Wo ist jetzt das Problem? Okay, jetzt fängt er hier auch mal an, los zu marschieren. Sehr gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Türke dadurch jetzt auch hier Truppen wegziehen muss. Einfach, ja, weil es jetzt eine Front mehr gibt. Luft müsste ja noch. Oh, was ist denn jetzt hier los? Wo nimmt denn der Türke Flugzeuge her? Hat er jetzt irgendwie gekauft? Oder was hat er jetzt hier gemacht? Okay. Türkische Flugzeuge, der hat aber ganz schnell aus dem Boden gestampft. Aber ich glaube, das ist jetzt genau das Eintritt, was ich erhofft habe. Hier geht es nämlich gerade wieder voran, dass der Türke jetzt hier Truppen ranführen muss. Das wäre jetzt so die Idee oder die Hoffnung. Wir können neue Artilleriegeschütze bauen und produzieren. Sind da auf der Höhe der Zeit? Wo können wir denn mal weiter forschen? Infanteriegerät. Neue Infanteriewaffen. Also hier stehen jetzt schon mal wieder so ein paar türkische Divisionen. Wie sieht denn das hier aus? Die machen gerade nichts, können die hier nicht mal unterstützen, wenigstens. Irgendwie so. So, wie sieht das hier aus in der Luft? Hat der hier tatsächlich Flugzeuge rangeschafft, der Türke? Okay. Bla bla bla. Wie sieht es hier aus? 77.000 Mann bis jetzt verloren. Ungefähr hält sich das hier die Waage. Das war auch zu erwarten. Also ganz ohne Verluste, dass das hier in der Türkei nicht funktioniert. Das war klar. So. Oh Gott. Wie soll man denn hier die Übersicht behalten? Wenn wir den Hafen noch kriegen, das wäre echt ganz schön. Oh, die pushen jetzt hier aber schon ganz gut vor. Stehen jetzt hier gleich vor Ankara. Okay. Wie sieht's hier aus? Oh, jetzt hier im Westen geht es natürlich richtig voran. Und wir haben jetzt ja, glaube ich, auch gleich den nächsten Hafen. Sollte bei der Versorgung noch mal helfen. Ja, und jetzt stehen wir hier vor Ankara. Und wenn ich das richtig sehe, ist Ankara gar nicht bewacht. Interessant. Die Hauptstadt. Ich glaube, die nächste Hauptstadt wird dann Izmir. Ja, und damit hatten wir schon mal Ankara. Und Izmir ist jetzt die nächste Hauptstadt. Also nur weil wir jetzt Ankara haben, ergibt sich der Türke natürlich nie einfach. Das wäre ja auch zu einfach. Kann aber gut sein, dass der Türke wirklich nicht so gut damit klarkommt, dass es jetzt hier zwei Fronten gibt. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht es gerade ganz gut voran. Wie sieht es in der Luft aus? Was ist denn hier los? Mann, Mann, Mann. Obwohl wir ja schon mittlerweile 125 Flieger in der Luft haben. Gleich mal die Flugplätze hier oben angehen. Da ist ein Flugplatz. Können wir den nicht mehr erobern? Dann würden wir uns hier auch verbinden.
Der ist, glaube ich, auch unbewacht. Der hat mir schon eine Verbindung zwischen den beiden Truppen hier mal geschlossen. Ah, nee, noch nicht ganz. Okay. Okay, erstmal kurz in die Forschung schauen. Wir haben jetzt, glaube ich, Entschlüsselung, Verschlüsselung komplett. Sehr schön. Hier forschen wir schon weiter. Wir haben jetzt immer noch 39. Ach ja, wir können ja mal die Industrie weiter vorantreiben. Das macht immer Sinn. Gut, die sind alle am Kämpfen. Dann können wir doch jetzt hier mal... Wir müssen mal so ein bisschen aufpassen, dass wir gleich nicht selbst abgeschnitten werden hier oder eingekesselt werden. Aber macht, glaube ich, Sinn, hier mal so eine Verbindung zu schaffen. Könnten wir den jetzt nicht einfach einkesseln? Ja, marschiert jetzt hier los. Genau. Marschiert mal dahin. Na hier. Ist Ismit überhaupt bewacht? Naja. Adunada. Geht hier auf jeden Fall. Wir haben jetzt die pro-Achsen-freundliche Regierung hier eingesetzt. Das heißt, es geht jetzt Richtung Faschismus. Der Faschismus hat bei uns jetzt hier auch schon 53% Beliebtheit. Gut, gut, gut. Was machen wir jetzt im Focus Tree? Also diese Sache mit der Eisernen Garde, die macht später Sinn gegen den Russen, weil wir da Angriffs- und Verteidigungsboni bekommen auf unserem Heimatgebiet. Aktuell bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also wir können die Industrie weiter vorantreiben, das macht im Zweifel immer Sinn. Wir können aber auch auf die Armee hier mal gehen, weil wir hier mit den Reservedivisions... mit der Geschichte nochmal einen Modifikator, einen positiven auf die Manpower kriegen würden. Das ist ja schon interessant. Und da Manpower unser größtes Problem ist, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal darauf. Hitler-Stalin packt gerade, Polen tritt den Alliierten bei. Könnte aber losgehen. Wir sind jetzt im April 39 übrigens. Sind aber noch sehr gut in der Zeit hier, zumal es jetzt schon ganz in Ordnung in der Türkei aussieht. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier... können wir nicht die mal abschneiden? Diese drei Divisionen, das wäre doch schon mal genial. Wer kämpft jetzt hier wo? Können wir da nicht mal angreifen? Mit Unterstützung. Und ihr könnt doch hier eigentlich auch mit angreifen. Dann können wir die nämlich abschneiden. Das wäre eigentlich ganz schön. Die sind ja hier schon quasi abgeschnitten. Die haben wir mehr oder weniger abgeschnitten. Ach so, er hat jetzt hier eine Division rausgezogen. Er versteht, glaube ich, was wir vorhaben. Hier sind zu dem Battle Plan nur 11 Divisionen zugewiesen. Ach, die eine Division ist ja später gelandet. Die hat zumindest überlebt, aber die sollten wir auch mal dem Battle Plan zuweisen. Wir können natürlich auch mitmarschieren. Allerdings können wir jetzt hier auch mal mit der Pocket hier mal Schluss machen, irgendwie mehr oder weniger. Können wir nicht die hier mal irgendwie ein bisschen vorantreiben, wegtreiben? Nicht, dass die uns noch irgendwie in den Rücken fallen, da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Die können auch schon mal da rein marschieren. Die können eigentlich die mal angreifen mit der Unterstützung. Vielleicht klappt das ja. Dass es hier auch mal weitergeht, dass wir nicht zu viel Tempo verlieren hier. So. Das sieht ganz gut aus. Da sieht es auch ganz gut aus. Hier jetzt auch. Ja. Okay. Das klappt hier scheinbar nicht so richtig. Naja, gut. Landen tut der Türke hier nirgendwo, ne? Es bleibt dabei, ich bin paranoid, ich weiß. Wie sieht es in der Luft mittlerweile aus? Ah, wir haben die Luftherrschaft wieder.
Türke hat ja echt einige Flieger aus dem Boden gestampft oder sich eingekauft. Wir bauen mittlerweile aber auch, also wir haben schon einige gebaut und scheinbar haben wir mittlerweile auch wieder so ein paar Piloten hier. So, bitte gleich nachsetzen. Keine Schonung hier. Ja, die können von mir aus weiter marschieren. So, wir haben wieder Fabriken erobert scheinbar. Eine. Ja, dann können wir wieder ein paar Flugzeuge bauen. Und Forschung. Achso, sollte ich... Habe ich gerade ganz vergessen, eine neue Forschung zu wählen, aber macht nichts. Also man kann ja, hat ja eine gewisse Zeit, 30 Tage hat man ja Zeit, da läuft der Forschungsfortschritt weiter quasi und kann sich innerhalb der 30 Tage für was Neues entscheiden. Und ich gehe jetzt natürlich erstmal auf die Industrie hier. Da wir jetzt übrigens Verschlüsselung, Entschlüsselung getaggt haben, ja genau, kriegen wir jetzt auch diesen Bonus. Wir sind nämlich da weiter als die Türken, haben da weiter getaggt und kriegen dann einen entsprechenden Entschlüsselungsvorteil hier. Kannst du mal ganz kurz zeigen, wir haben getaggt Verschlüsselung, Entschlüsselung hier, das waren diese beiden Sachen. Und wenn man da weiter ist als der Gegner, dann bekommt man tatsächlich den Kampfvorteil. Das sehen wir jetzt hier auch, Entschlüsselungsvorteil. Und dadurch kriegen wir dann, das sehen wir hier auch, wo haben wir es? 5% auf unsere Kampfwerte, da Entschlüsselungsvorteil plus 5%. Insofern ist das auch sehr, sehr gut und sehr hilfreich. Die Türken versuchen jetzt hier auszubrechen, das wird ihnen aber nicht gelingen. Und im Prinzip könnt ihr das doch auch mal jetzt beenden hier, oder? Das können wir diese Pocket mal auflösen und unsere Divisionen, die hier auch gebunden sind, mal weiter woanders hinführen. Okay. Dann mach doch mal Schluss jetzt hier. Die Bulgaren schicken wieder nette Sachen. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank. Ach ja, der spanische Bürgerkrieg war auch noch die ganze Zeit im Gang. Habe ich überhaupt nicht mehr im Blick gehabt. Haben mal wieder die Nationalisten gewonnen. Mittlerweile eigentlich fast immer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur mein Empfinden ist, aber ich hatte das Gefühl, dass das früher immer enger war mit dem Bürgerkrieg. Nicht ganz so übertrieben. Also mittlerweile gewinnen ja eigentlich immer die Nationalisten. Also früher haben die natürlich auch in der Regel gewonnen, aber also ich hatte das Gefühl, dass sie zumindest nicht immer gewonnen haben, dass es irgendwie so 80-20 Chance war. Mittlerweile gewinnen die ja wirklich eigentlich immer. Okay, wir haben hier einen Battleplan. Ach, deswegen bewegen die sich nicht mehr, weil dem Battleplan keiner mehr zugewiesen ist. Erste Armee, okay. Dann geben wir halt einen neuen Battleplan. Die wollte ich ja hier eigentlich im Westen haben. Können ruhig mal weiter marschieren. Ja, mittlerweile sieht das hier schon extrem gut aus, würde ich mal sagen. Nochmal kurz in die Luft schauen. Da haben wir jetzt aber auch die Luftherrschaft. Mittlerweile fast 170 Flieger in der Luft. Das gefällt mir. Und ja, jetzt geht es darum, sich die Siegpunkte zu holen. Also ich meine, ganz vorbei ist noch nicht. Noch nicht übermütig werden. So ein paar Truppen hat der Türke hier doch noch stehen und ist ja auch zäh und... Ach, wir haben nochmal eine eingekesselt hier. Ist auch zäh und das Gelände ist ätzend. Und wir sehen auch, dass wir teilweise aufpassen müssen. Jetzt hier ein türkischer Vorstoß. Können wir doch nicht mal für sorgen, dass... der Türke hier nicht vorrückt. Verdammt. Na gut. Wehrt sich jetzt hier im Osten noch so ein bisschen, aber dafür ist es hier mehr oder weniger durch, würde ich mal sagen. Wie sieht es mit den anderen Battleplans aus? Die laufen aber noch gut. Ein Fliegerass. Das ist, glaube ich, auch unser erstes Fliegerass, oder? Das war ätzendes Gelände hier, wirklich. Also Leute, warum steht hier alle rum? Beendet das doch mal und dann ab an die Front wieder. An die wirkliche Front. Mann, 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 Mann. Hält sich aber wirklich zäh, der Türke, da. Respekt. Wahnsinn. Der hier kann aber auch nochmal mit unterstützen.
So, das haben wir auch aufgelöst und dann können die hier auch mit an die Front. Wir sind jetzt hier schon an der Westküste angelangt. Hier haben wir noch ein paar Divisionen, ein paar türkische. Können wir vielleicht mal attackieren da? So. Nochmal gucken, dass hier alles in Ordnung ist. Das sieht aber so aus. Schon die nächste Doktrin erforscht hier. Machen wir natürlich einfach nochmal weiter. Und die verteilen sich jetzt hier wieder die Truppen. Okay. Ist das jetzt hier? Konya. Italien ist der Achse beigetreten. Ich gehe davon aus, dass die Deutschen gleich die Polen angreifen. Nächste Geschichte im Focus Tree hier. Hier kriegen wir jetzt übrigens nochmal so eine Elite, in Anführungsstrichen, Division. Ist einfach ein relativ normales Template mit 7 Infanteriebataillonen und 2 Artilleriebataillonen. Aber die sind irgendwie bei voller Erfahrungsstufe und ja. Nehmen wir mit, aber mir geht es vor allem um die Sache darunter. Und das Thema hier, Reservedivision, wo wir nochmal einen Manpower-Modifikator kriegen, einen positiven. Das interessiert mich. In erster Linie. Ja, totale Luftherrschaft jetzt. Gleich jetzt hier bei Izmit. Ne, Izmir, Entschuldigung. Izmit war hier oben. Da. Ich war echt überrascht, dass wir so gut über diese Landenge rübergekommen sind. Das ist nochmal ein größeres Problem. Der Türke musste am exakt falschen Moment irgendwie Truppen rausgezogen haben. Ist ihm zum Verhängnis geworden. So, diese Gebirgsjäger-Division haben wir gleich klein gekriegt. Und dann können wir gleich mal von allen Seiten hier weiterrücken. Attackieren jetzt hier schon Izmit, aber so ganz allein macht das ja auch keinen Sinn. Können wir lieber hier unterstützen. Unterstützt doch erstmal hier und dann können wir gleich weitersehen. Genau. Und nachrücken. Nachrücken. Leute. Genau. Das können wir nochmal mitnehmen. Und jetzt können wir dann entsprechend hier weiterrücken. So, hier sieht es ganz gut aus. Da im Osten wehrt sich der Türke am ehesten noch. Können wir da nicht mal auch was. Das sind hier auch mal irgendwie. Vorantreiben. Ich glaube, hier im Süden liegen auch noch ein paar Siegpunkte. Ich weiß gar nicht, ob es reicht, wenn wir gleich Izmit einfach nehmen. Izmir, Entschuldigung. So, wir können jetzt hier mal, wir haben genug politische Macht, mal den Demagogen einsetzen, den faschistischen, damit wir dann auch endgültig machen aktuell 0% Fortschritt jeden Tag, damit wir den Faschismusfortschritt mal ein bisschen erhöhen. Also hier den Michael Sturzer, der gibt uns jetzt mal 0,1 täglich auf den Faschismus, damit wir dann bald auch zum Faschismus in Anführungsstrichen konvertieren können. Wir machen das Ganze ja, damit wir uns die Option mit der Achse ja quasi erhalten. Das heißt, wir müssen nicht der Achse beitreten, aber können eventuell. Kann nochmal eine interessante Option sein. Und wir können uns halt, ja, als Faschist können wir ein bisschen offensiver in der Regel noch agieren, können zum Beispiel die Manpower schneller erhöhen. Und daran wäre mir sehr gelegen. So, du guckst hier zu aus. Ach, verdammt, jetzt habe ich mich verklickt. Egal. Er sollte hier eigentlich unterstützen, damit das auch mal erledigt ist da. So, genau. Wobei es eigentlich Sinn macht, dass er hier stehen bleibt, da uns sonst die Division in den Rücken fällt. Oh, das wird so nichts. Okay.
hier mit unterstützen vielleicht wieder. Und die können ja auch da erstmal unterstützen. Lieber so Stück für Stück vorrücken, dafür war so ein bisschen gezielter. Ach, die verteidigen sich gerade, sorry. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Die werden jetzt hier verstärkt. Der kann hier mit unterstützen. Und die können doch auch hier erstmal mit unterstützen. Ja, die laufen jetzt ja auch ein bisschen blöd gegen an. Aber ich glaube, die kriegen den hier gleich klein. Der kann hier mit unterstützen. So. Wie gesagt, ich habe keine. Also, ich glaube, ist mir allein reicht wahrscheinlich noch nicht, dass die kapitulieren. Hier sind vor allem im Süden noch so ein paar interessante Siegpunkte. Würde ich mal denken, oder glaube ich, meine ich. So. Attenzione. Gata de marsch. So, ist mir haben jetzt hier schon mal umstellt, mehr oder weniger. Ja, ich lass mal die Orga ein bisschen hochticken hier. So. Okay, kriegen das jetzt hier hin, oder? Im Süden geht es jetzt gerade wieder voran. Da kriegen wir, glaube ich, auch. In Polen weist deutsches Ultimatum zurück. Das heißt, es gibt jetzt gleich Krieg in Polen. Ja, Deutschland hat jetzt in Polen den Krieg erklärt. Und wir haben unsere Elite-Division hier bekommen und können jetzt mal auf den Manpower-Modifikator gehen. Und die können wir doch mal hier. Ja, ich muss die jetzt nicht mit rüber schiffen, glaube ich. Können sich der mal anschließen. Also mehr Divisionen können wir natürlich gerade noch nicht aufstellen, aber ich kann hier sowieso mal den alles auf Verstärkung setzen. Lieber gleich die Division, die wir haben, ein bisschen besser verstärken. Vielleicht können wir jetzt hier schon mal attackieren. Dann können wir mal Izmir erobern, die aktuelle Hauptstadt vielleicht. ...116 Flieger aktuell. Attenzione. Boah, ist auch echt... So, jetzt erobern wir hier nochmal ein bisschen Land, ist aber echt zäh auch gerade. So... Vielleicht können wir nochmal den Hafen uns hier holen. Wäre das nicht mal was? Gibt da auch Siegpunkte. Wie sieht's denn hier aus? Warum unterstützen wir da nicht alle? Müssen wir doch mal Izmir klein kriegen. Jetzt können wir hier auch nochmal in die Offensive gehen. So viel Siegpunkte sollten wir eigentlich ohnehin nicht mehr brauchen. Wenn wir hier die ganzen Siegpunkte im Süden uns nochmal holen könnten, dann... nichtsdestotrotz müssen wir natürlich noch Izmir hier holen.
Wie sieht es eigentlich aus in Polen? Ja, geht voran und die Deutschen machen schon Druck auf die Benelux und auf den Westen. Also die wollen hier schon wieder 1939 für Klarheit sorgen. So, und die sollten den Hafen sich holen vor allem. Da habe ich gerade einen falschen Befehl gegeben. So, und jetzt können sie hier mal weiter marschieren. Izmir wird hier hartnäckig verteidigt. Vielleicht kommen wir aber nochmal vorrücken. Ja. So, jetzt sind wir hier an der Südküste angelangt, wenn ich das richtig sehe. Sehr gut. Die fangen jetzt da wieder an zu marschieren, das war ja klar. So, kommt Leute, weiter geht's. Industrie. Warschau ist gefallen. Ich glaube, wir können hier mal weitermachen bei den Infanteriewaffen. Polen hat kapituliert. Na, jetzt geht's hier im Osten halt voran. Hier geht's natürlich jetzt relativ schnell, wahrscheinlich. Türk hat jetzt natürlich hier viel versammelt. Marschiert doch weiter, Mensch. Marschiert doch weiter. Genauso ihr hier, das sind noch alle Siegpunkte. Würde ich jetzt mal denken. Boah, jetzt hat sich auch alles in Izmir versammelt. So, was fehlt? Gummi. Das heißt, wir produzieren mehr Flugzeuge. Dafür können wir hier uns ein paar zurückholen scheinbar, ein paar Fabriken. Noch mehr sogar. Gut. Gott, wie sieht das jetzt hier aus? Industrie, dann können wir hier auch nochmal weitergehen. Attenzione! Und die erobern jetzt hier die Städte im Süden. Und den Kram bitte. Gut, er hat jetzt Ostpolen besetzt. Könntest du auch mal beenden da. So, endlich, meine Herren. Das war ja auch, erobern jetzt natürlich die ganze Polizei. Die ganze Türkei hier. Und ja, im November, hat doch relativ lange am Ende gedauert, haben wir es geschafft, die Türkei zu erobern. Sieht doch sehr gut aus hier. Boah, das war aber auch, das war übel. Also das war ein verlustreicher Krieg. Es hat sehr, sehr gut angefangen mit der Landung hier und dann auch mit dem Überschreiten hier der Meerenge und mit der zweiten Front. Und dann wurde es irgendwann sehr, sehr zäh. Ich habe es erwartet, dass es zäh wird. Ja, war aber sehr extrem. Aber gut, lag vielleicht auch wieder ein bisschen am Mikro dann. Und ja, hätte man sicherlich wieder alles optimaler machen können, aber wir haben es ja letztlich geschafft und November 39, Herbst 39, Spätherbst, ist immer noch sehr gut. Jetzt gilt es, sich auf den Russen vorzubereiten.
Das machen wir aber gleich im nächsten Teil. Ich setze jetzt hier nochmal einen Schnitt und ja, aber was wir jetzt schon mal geschafft haben, war das erste Hauptziel, nämlich die Balkan-Dominanz-Sache. Also haben wir mehr oder weniger abgeschlossen oder haben wir abgeschlossen. Das Einzige, was ich ja nicht gemacht hatte, war die Geschichte mit der Slowakei oder Tschechoslowakei. Ganz einfach, weil ich da nicht auf die Deutschen vertrauen wollte, beziehungsweise es gibt sogar zwei, also man hätte sogar zweimal ein 50, also ich weiß nicht, wie hoch die Chancen sind, also man hätte aber zweimal Glück haben müssen. Erst einmal müssen die Deutschen mitmachen, wenn man die Tschechoslowakei teilen will. Die können auch einfach sagen, nee, wollen wir nicht. Dann habt ihr eh Pech gehabt und habt quasi den Focus-Tree-Slot verschenkt. Und selbst wenn die Deutschen mitmachen, dann gibt es immer noch eine Chance, dass die Slowaken sich wehren wollen. Und wenn die sich wehren wollen, dann kann man wiederum gleich in den Krieg irgendwie mit Alliierten geraten. Den Alliierten, und insofern ist es immer so ein bisschen risikoreiche Sache und deswegen habe ich das ignoriert. Aber den Rest der Balkan-Dominanz-Sache haben wir erfolgreich abgeschlossen. Hier jetzt. Und dementsprechend haben wir ein schönes, großes rumänisches Königreich jetzt aktuell, das jetzt gerade auf dem Weg ist, zum Faschismus zu konvertieren. Und wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Gleich, wie gesagt, die Vorbereitung auf den Einmarsch oder den versuchten, hoffentlich nur versuchten Einmarsch der Sowjetunion. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, bis gleich dann. Ciao.